Was ist das Besondere am Deutschen Betriebsrätetag? Warum sind Sie hier? Ja, das Besondere werde ich noch rausfinden. Der dauert ja 2 Tage lang. Heute habe ich aber schon erfahren, dass ein sehr reger Erfahrungsaustausch aus vielen anderen Branchen stattfindet, dass man sich nicht so nur in seinem eigenen Umfeld bewegt, sondern auch viele gute Ideen und Informationen von vielen anderen Betriebsräten erhält, dass man das Rad nicht neu erfinden muss, sondern dass man daraus viele Informationen auch für die tägliche Arbeit herausbekommt. Warum würden Sie den Deutschen Betriebsrätetag Ihren Kollegen empfehlen? Ja, einerseits ist hier eine sehr angenehme Atmosphäre vorhanden. Zum Zweiten, aber der wichtigere Teil ist eigentlich, dass hier eben halt, ich komme aus der Stahlindustrie, man auch Betriebsräte aus vielen anderen Branchen findet, aus vielen anderen Bundesländern. Und mit den Projekten, die hier die Betriebsräte vorstellen, mit den unterschiedlichsten Themen, man so praktisch nicht erfährt oder auch selten erfährt, so in der Kommunikation oder so aus dem Netzwerk heraus, sondern eher immer unter sich irgendwo bleibt, so in der Stahlindustrie. Und man da viel Informationen und für die tägliche Arbeit oder auch für Zukunftsplanungen hieraus mitnimmt und man vielleicht auch dadurch nach vorne kommt.